Servus Leute, da sind wir wieder zurück bei Pokémon Smaragd Randomizer Nuzlocke Challenge. Ja, die flauschige Bedrohung holt jetzt voll zum Gegenschlag aus, als Rache für meine gefallenen Freunde. Und jetzt habe ich mir momentan etwas anderes als Hintergrund reingeschmissen, nämlich Michelle Vaillant. Habe ich mir früher zwar nie so oft angesehen, aber besser als wieder Krempel heutzutage. Ich sag nur Superdell, RTL 2, was da heute für Scheiße läuft. Aber sonst, wir gucken uns erstmal unser neues, vielleicht Teammitglied an. Und es ist ein Ditto. Scheiße. Ja, ich finde Ditto scheiße. Meiner Meinung nach ist es nur zum Züchten gut. Aber das war's auch schon, was es kann. Aber nun gut, soll es eben Ditto sein. Kann ich jetzt auch nichts daran ändern, aber vor allem ein sich einschaufelndes Ditto. Und ich glaube, Ditto beherrscht nur eine Attacke. Das heißt, dieses Ditto beherrscht nur Schaufler. Dumm. Aber nun gut. Was soll's? Meditieren wir erstmal ein bisschen, damit wir es jetzt fangen können. So, Ditto Dick. So, fangen wir einfach mal. Es will nicht von uns gefangen werden. Nur mal so als Versuch, kann ich so auch Bälle schmeißen? Ich glaube nicht. Oh, doch, kann ich. Hätte ich das gewusst, hätte ich vorher schon einen Ball geschmissen, aber ist immer noch rausgekommen. Eigentlich könnte ich mir ganze Bälle sparen, aber wie gesagt, es ist eine Nuzlocke und da ist jedes, ich wiederhole, jedes Pokémon willkommen, wenn man es fangen kann. Aber nun gut, diese Ditto hier verarscht uns nach Strich und Faden. Na, komm her. Du willst es doch auch, Ditto. Es will anscheinend nicht gefangen werden. Ich kann mich nicht erinnern, dass Ditto so schwer zu fangen war. Ach komm schon. Sonst habe ich mein ganzes Geld umsonst rausgeworfen. Denn ich will in der Urzeithöhle auch noch ein Pokémon fangen können. Ja, super, der letzte Ball. Aber naja. Ein Ditto. Wie kann man Ditto nennen, welches nur Schaufler beherrscht? Ach, wisst ihr was, Leute? Ich nenne es ganz einfach nach der Attacke. Dick. So. Das ist Dick. Tja, leider Ditto, aber wie gesagt, besser als gar nichts. Wer trägt eigentlich den EP-Teiler? Random Chaos. Du bist eigentlich eh schon ganz gut dabei, deswegen bekommt mal Albert den EP-Teiler. Oh, wir haben ja zwei, ganz vergessen, aber egal, egal. Aber dafür darf Random Chaos mal kämpfen. Oh, wir brauchen Zertrümmerer. Scheiße. Was gäbe es hier denn sonst noch? Togepi. Och nee, hätte ich das nicht bekommen können. Vor allem Level 32, what the fuck. Das ist jetzt sowas von scheiße. Ich muss ein Pokémon zu Trümmerer beibringen. Na gut, Metagross kann es nicht lernen. Dann bring ich es eben Pinsir bei. Ist doch wurscht. Ich meine gut, Flammrad und Taucher. Obwohl, Taucher muss ich lassen. Scheiße.
Ja, Flammenrad weg. Immerhin ist der Trümmer eine physische Attacke, also schon mal etwas gut. Apropos, was haben wir mit unseren TMs? Also da haben wir ja neulich nachgesehen. Knock-off, Slack-off. Ja, TMs haben wir ja eigentlich nicht so gute. Gut, Oktazoka wäre gut. Knochenkeule wäre gut. Schlitzer eventuell, aber das war's auch schon. Naja, ich werde einfach mal kurz einfach nach vorne schicken, damit der Schutz mir auch alle möglichen Pokémon zurückhält. Und dann werde ich mit, ja, mit wem werde ich kämpfen? Wem hatte ich gerade vorne? Random Chaos, ja, da, wie man ihn gerade gesehen hat. Jetzt will er mal seine Kraft demonstrieren. Und das kann er im jetzigen Kampf. So, komm her. Aquatypi. Wir brauchen hier kein Kind. Geh nach Hause sofort. Nö, ich bin hier, um euch alle niederzuknüppeln. Ich werde die Welt retten. Geradax. Gegen Metagross. Geradax sollte schneller sein. Und setzt Flammenwurf ein vor allem. Ich hätte gedacht, dass es mir mehr abzieht. Aber herausfordern will ich es jetzt auch nicht. Deswegen werden wir... Enfer kann immerhin Feuer fängen, aber dann ist sie noch stärker. Ach, ist doch wurscht. Zum Attacke abfangen passt das schon. Ja, toll. Hätte ich das gewusst, hätte ich... Ach, ist doch egal. Surfer! Ich will nach Hause. Gehen wir mal den da oben noch fertig machen. Ich nehme mal den unteren Weg. Das U-Boot. Es ist eng da drin. Ich bin überall aufgeschoren. So. Ja, oder hat überall blaue Flecken. Keine Ahnung. Eins von beiden. Auf jeden Fall ist es im U-Boot eng. Und er hat ein Sichler mit geiler Farbe. Aber Sichler hat verdammt schlechte Karten gegen eine Steinattacke, auch wenn er Panzerschutz einsetzt. Das bringt ihn gar nichts. Obwohl, es hat ihn doch was gebracht. Aber die Initiative sinkt. Na gut, ich kann Random Chaos nicht mehr austauschen. Ist egal, hätte ich sowieso nicht ausgetauscht. Weil Sichler ist jetzt down. Aber dieses Sichler hat eine echt geile Farbe, muss ich sagen. So, Random Chaos und Albert haben Erfahrungspunkte erhalten. Und wir? Geld. Wir rauben einfach... Stellt euch das mal vor. Die Kerle beklagen sich, weil die hier die Bösewichte sind und so weiter und alles mögliche klauen. Aber eigentlich sind wir die Bösewichte, weil... Ich glaube wohl kaum, dass Team Aqua und Team Magma oder generell Verbrecherorganisationen uns freiwillig Geld geben, wenn wir sie besiegen. Aber, da muss ich jetzt lang, oben oder runter. Gehen wir mal diesen Weg. Aber, ihr müsst euch das mal vorstellen. Also wir besiegen zum Beispiel ein Magma oder ein Aquarüppel oder wie auch immer. Und dann klauen wir ihnen einfach das Geld, also... Das ist ja brutal. Und ich muss gucken, wo ich hin muss. Ich gehe erst einmal links lang. Okay, das war da. Was wäre rechts gewesen? Ja, ich habe die Smaragd-Edition schon lange nicht mehr gespielt, deswegen bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, wo ich lang muss. Aber ich glaube, ich musste nach links. Moment, wenn ich da jetzt reingehe, in die Tür da, da komme ich nachher nicht mehr zurück. Das heißt, ich muss nach links. Oh, ein Feuerriegel. Ich hätte schon mal fast die Chance gehabt, dich zu fangen. Aber nein, es soll wohl einfach nicht sein.
Und es ist schneller. Jetzt nicht mehr. Okay, Strömungen. Wie ging das noch schnell? So, dann da links, dann müsste ich glaube ich nach oben. Ich weiß, nach rechts muss ich nicht, denn dann wäre ich ziemlich am Arsch. Ja, da, links lang ging's. Jetzt sind wir bald da, gucken wir noch, was hier wäre. Achso, das andere. Entweder Doppelkampf oder sich durchbohren. Da ich sehen will, was für Pokémon die haben und da ich ja ein bisschen Erfahrungspunkte brauche, wähle ich natürlich den Doppelkampf. Aber davor will ich Random Chaos noch etwas heilen. Habe ich irgendetwas, was wenig heilt? So ein Trank oder so. Zitrobeere vielleicht, das wäre echt passend. Ne, falsche Beere. Ja, da. Eine. Ja, besser als gar nichts. So. Dann versuchen wir es mal Niklas Knut und ja, Random Chaos. Gucken wir mal, wie die beiden sich schlagen. Als Tag Team. Wie bist du bloß hierher gekommen ohne ein U-Boot? Was für ein Impressive. Ja, ich weiß, was Impressive heißt, da fällt es mir jetzt nicht ein, weil 5 Uhr morgens, da ist mein Hirn auch nicht mehr ganz so gut. Ich sage einfach beeindruckend. Ich glaube, das heißt sogar beeindruckend, aber egal. Und ja, es ist jetzt 5 Uhr morgens. Aber ich werde dir nicht erlauben, hier noch weiter dein Späßchen zu treiben. Achso, ich werde dir das zurückzahlen, was du mir im Wetterinstitut beigebracht. Fangen wir uns das nochmal an. Und ich werde dir das zurückzahlen, was du mir im Wetterinstitut verursacht hast. Ach, seriös, der Arsch versohlen so. Ja, noch mehr Text. Ja, sie gibt mir einen kleinen Geschmack ihrer des Schmerzens, den ich jetzt erleiden werde. Ja, den lese ich jetzt nicht mehr, der labert mir auch zu viel. Ja, ich hab's gewusst, diese Cordula oder wie sie hieß. Aber im Englischen heißt sie ja Shelly. Oh! Shelly finde ich übrigens viel hübscher als Cordula. Das ist nicht euer Ernst, oder? Ihr verarscht mich gerade. Okay, Logok und Despotar. Wem von den beiden Fuckern mache ich zuerst platt? Oh, fuck off! Oh, fuck off! Nein! Du Bastard, komm her! Wenn der Niklas Knut auch mit dem Flammenwurf erwischt, dann war's das. Ja, Despotar brennt wenigstens schon mal etwas. Oh, das wäre echt böse gewesen. Aber der hat Random Chaos gekillt, dieses Schwein. Oh, einer meiner Top-Favoriten für die Pokémon-Liga, genauso wie Game Rocks gewesen ist, aber... Okay, Niklas Knut will ich nicht verlieren. Aber ich hab nix. Na gut, Albert mit Speckschicht. Versuchen wir es. So, dann zeig mal, was du drauf hast, Albert. Bitte, Logok sei tot. Nein. Ja, es hätte Bauchtrommel eingesetzt, das wäre trotzdem böse gewesen. Und dieser Panda setzt natürlich Luftstoß ein. Und landet natürlich fast, also fast One-Hit. Volltreffer. Jetzt bin ich ein bisschen wacher als zuvor. Weil dieser... Obwohl,
Wenn er nicht verbrannt gewesen wäre, dann wäre es das gewesen für Albert. Hundertprozentig. So, heilen wir Albert. Ich will ihn ja ein bisschen länger am Leben lassen. Zugegeben, Leute, es wird jetzt ganz schön spannend. Zu Beginn dachte ich, dass ich die Randomizer Nuzlocke verliere. Dann sah es teilweise ziemlich gut für mich aus. Dachte ich, okay, ich schaffe sie. Jetzt bin ich wieder so ein bisschen im Schwanken. Oh, was für ein hübsches Omot. Geile Farbe. Also, ja, Leute. Das ist etwas schwer zum Einschätzen jetzt. Schaffe ich die Nuzlocke, schaffe ich sie nicht? Was denkt ihr, Leute? Also, noch habt ihr Zeit, darüber nachzudenken. Bestehe ich die Nuzlocke-Challenge oder scheitere ich und verliere alle meine Pokémon? Hoppla. Was denkt ihr? Flammenwurf. Jo. Um ehrlich zu sein, ich selber glaube, dass das mehr so ein Mittelbereich ist. So, ich könnte es schaffen, aber ich könnte es auch nicht schaffen. Aber da ich ja Dunkler Wolf bin, gebe ich ja nicht auf. Das heißt, ich werde die Nuzlocke Challenge bestehen. Vor allem nach diesem Projekt hier, also nach der Pokémon Randomizer Nuzlocke, habe ich natürlich noch ein Projekt geplant. Wieder ein Pokémon-Spiel, wieder eine Nuzlocke Challenge. Allerdings bei weit schwerer als das hier. Bam. Nämlich, ich kann es ja schon mal vorwegnehmen, denn ich werde ja sowieso noch einen offiziellen Trailer dazu machen, vielleicht. Nämlich wird das eine, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, Pokémon Bloody Platin Randomizer Challenge, nicht Randomizer, Pokémon Bloody Platin Nuzlocke. Random Chaos. Sorry. Ich hätte dich echt gern dabei gehabt. Und Random Chaos, falls ihr beide das seht, es tut mir leid, aber gegen einen Flammenwurf zu stark Metagross ist, aber die Spezialverteidigung ist sein größter Schwachpunkt und das ist gnadenlos ausgenutzt worden. Nun gut. Random Chaos ist leider weg vom Fenster. Randomizer. Also, Nuzlocke Challenge besser gesagt. Wir müssen es hinter uns lassen und müssen weitergehen. Ich bräuchte vor allem eine Feuerattacke für Uber Productions. Weil Glurak mit Feuerattacke ist schon geil. Und das Dumme an der Sache ist, ich habe jetzt kein Stärke-Pokémon mehr. Eieieiei. Das mag mir doch überhaupt nicht gefallen. Oh! Wir haben Feuerregel gesehen, also gibt es hier logischerweise auch Tornuptu. Naja, logischerweise eigentlich nicht, aber... Okay. Das war, wie heißt die Attacke noch schnell? Die man von Sandra in der zweiten Generation bekommt. Wie ist die scheiß Attacke? Die Attacke, die ich nicht mag. Lasst mich überlegen. Feuerodem, so ist sie. Zum Glück sind wir nicht paralysiert worden, das wäre ziemlich ätzend gewesen. Oh. Ja. Jetzt wird's rund gehen. Ich setze Jupa an die Spitze, an die Spitze, damit sie mir die Pokémon fernhält. Das wäre nicht ein Erdbeben gewesen, aber hier ist es nur ihr Schlag. Okay, es geht immer weiter. Und. Man sieht es noch nicht. Da, rechts unten, Wasser. Damals, als ich das erste Mal... Ja, toll. Soll ich jetzt noch den Schutz einsetzen? Für die letzten Meter, ich weiß ja nicht. Nein, werde ich nicht. Nämlich damals, als ich die Rubin-Edition das erste Mal gespielt habe, hatte ich hier schon ein richtig schlechtes Gefühl. Da bin ich genau hier stehen geblieben, weil das war nachts, also ungefähr die Zeit, wo ich jetzt gespielt habe, so 5:06 Uhr.
Und in der Rubin-Edition steht da ja Groudon, nicht Kyogre. Und da bin ich... Da habe ich den Gamecube, denn ich habe damals auf den Nintendo Gamecube gespielt, habe ich den Gamecube laufen lassen und habe den Fernseher abgeschaltet und habe die ganze Nacht lang gewartet. Nein, das war glaube ich um 8 Uhr abends, wo ich das angefangen habe. Und habe dann die ganze Nacht lang laufen lassen und gewartet, bis es morgens wird und wieder hell ist. Und dann habe ich weitergespielt, weil ich einfach zu Schiss vor Groudons Augen hatte. Mittlerweile habe ich keinen Schiss mehr davor, aber trotzdem ist es immer noch etwas unheimlich. Also Groudon. Unsere Pokémon sind eigentlich nicht so stark. Enfer ist die stärkste. Das mag mir gar nicht gefallen. Ich setze mal den Kneif ein. Vielleicht kann der ja was reißen. Ah, ich bleib sofort stehen. Bevor der labert, kann ich noch schnell irgendetwas anderes ins Hintergrund reinhauen. Denn die Michelle Major-Folge ist jetzt auch schon aus. Mach Festplatte. Beeil dich. Ja, ich mit meiner Spoiler-Werbung hier. Aber um ehrlich zu sein, ist mir das egal. Was hau ich rein? Was hau ich rein? Oh, Mega Man funktioniert nicht. Ja, das Problem ist, bei der Festplatte gehen sehr viele Videos nicht. Was scheiße ist. Aber nun gut. Captain Baloo, die 11. Folge. Ja, warum nicht? Eile mit Weile. So, und jetzt kommen wir endlich mal zum Thema zurück und hier nicht über meine Festplatte labern. So, du warst es also die ganze Zeit. Guck nur. Sieh, wie wunderschön es ist. Es schläft, das antike Pokémon Kyogre. Ich habe lange auf diesen Tag gewartet und jetzt ist endlich... ich habe lange darauf gewartet und jetzt ist der Tag endlich gekommen. Du hast mich sehr überrascht. Du hast, ja, irgendwas gemanagt. Weiß ich jetzt nicht. Aber das ist alles nun vorbei. Damit meine Träume endlich Realität werden, musst du verschwinden. Epische Battle-Musik. Adrian. Aqua Leader Archie. Also Aqua Boss Adrian will kämpfen. Lipumentas. Fuck off. Level 41. Scheiße. Was tue ich jetzt? Der hat auch noch 3. Ja Leute, das kommt davon, wenn man nicht trainiert. Jetzt werde ich einen sehr hohen Preis dafür bezahlen müssen. Wie viel Schaden macht der Kneif? Dann gucken wir mal. Er macht sich bereit, er setzt Übernahme oder wie das heißt ein. Gar nicht viel. Aber es gibt mir Zeit, nochmal zu testen. Pfund, okay. Das war ein Crit, er war ziemlich schwach. Ich hoffe, er bleibt bei Pfund. Enfer ist das einzige Pokémon, welches hier kämpfen kann, ordentlich. Komm schon, Surfer. Jawohl. Oh Mann, Leute, ich bin momentan ziemlich angespannt. Jetzt ist nichts mehr mit Müdigkeit oder so. Ampharos. Okay, es geht leider nicht anders. Ampharos muss alleine regeln. 43. Halleluja. Oh Gott. Bitte, 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 bitte. Wenn der Volltreffer startet, bin ich erledigt. Ach du Penner. Also,
so viel ist klar, ich mache nur... also... Ja... Ich mache die Randomizer Nuzlocke also nicht, wenn alle Pokémon besiegt werden und ich in Unmacht falle, dass sie beendet ist, sondern ich mache... ja... Na, denk nach, Wolf, was will ich denn sagen? Ja, dass ich jedes Pokémon habe und dann, falls jedes Pokémon besiegt werden würde, dass ich dann die Nuzlocke verloren habe und nicht, wenn ich einmal in Unmacht falle. Enteron. Okay, Enfer. Nochmal schnell deine Kräfte auspacken. Zum Glück hat Enfer so ein geiles Moveset. Eiseskälte. Wenn das getroffen hätte, ich hätte so geschrien. Und dann wäre es mir egal gewesen, ob meine Familie schläft. Enteron ist auch weg. Oh, geil. Albert erreicht Level 29. Geofissur. Ja, trifft aber kaum. Einen Moment mal. Hihihihi. Willensleser und Geofissur. Wie heißt das noch schnell, das mit Arktos? Arktos kann Willensleser und Eiseskälte. Das könnte ein ziemlich böser Albert für die Gegner werden. Ja, jetzt habe ich gute Laune, aber die gute Laune wird jetzt gleich wieder vorbei sein. Was? Ich habe verloren von so einem Kind wie dir. Und wir bekommen wieder viel Geld. Wir rauben die Bösewichte aus. Aha. Ich habe dich. Comment. Comment, comment. Was heißt doch noch schnell? Ach, jeden Fall. Du hast verloren. Ich werde hier die Kugel aktivieren. Guck. Die rote Kugel. Kügel. Die rote Kugel beginnt von innen. Beginnt plötzlich von innen heraus zu leuchten. Was hast du getan? Du wirst uns alle ins Verderben locken. Kyogre haut ab. Stellt euch mal vor. Wenn ihr so ein riesigen Pokémon gegenüberstehen würdet, Kyogre, ihr würdet wahrscheinlich nicht mehr dastehen. Obwohl, ich habe ja in der Pokémon-Serie gesehen, dass Kyogre größer ist und weitaus aggressiver als Groudon. Eigentlich dachte ich immer, es wäre umgekehrt, dass Groudon das aggressivere ist, aber... Nun gut. Was? Was ist passiert? Warum hat die rote Kugel nicht? Wohin ist Kyogre verschwunden? Eine Nachricht von meinen Außenstehenden, also von meinen Mitgliedern draußen. Ja, was ist? Es regnet heftig. Sehr gut, genau, das war mein Plan. Deswegen haben wir auch Kyogre aufgeweckt. Ja, jetzt wird die Vision von Team Aqua endlich Wirklichkeit und die Meere werden vergrößert. Was? Es regnet stärker, als wir vorausgesagt haben. Was? So stark, dass es gefährlich ist? Kann das sein? Ist das wirklich möglich, dass der Onkel Wolf jetzt hier einen Schnitt macht? Ja, das ist durchaus möglich. Wir sehen in der nächsten Folge weiter, was hier geschehen ist. Bis zum nächsten Mal und fertig.